Manche Vögel haben Muster in ihren Federn, die fürs menschliche Auge unsichtbar sind. Zum Beispiel dachten wir immer, Blaumeisen sehen immer exakt gleich aus, egal ob Männchen oder Weibchen. Als man dann aber mal deren Gefieder unter einem Spektralfotometer analysierte, stellte man fest, dass eine Stelle auf den Köpfen der Männchen deutlich stärker UV-Licht reflektiert als bei den Weibchen. Für Blaumeisen ist es also sofort ersichtlich, welches Exemplar ein Männchen und welches ein Weibchen ist. Vor unseren Menschenaugen allerdings nicht, was die Welt der Wissenschaft ganz schön auf den Kopf stellte. Aber das Krasse ist, die Blaumeisen waren kein Einzelfall. Der Biologe Muir Eden schaute sich 139 Vogelspezien an, die man zunächst als einfarbig abgestempelt hatte, also dass Männchen und Weibchen identisch aussehen. Die unglaubliche Erkenntnis: 90% der untersuchten Spezies waren tatsächlich zweifarbig, wenn man UV-Licht in die Analyse mit einbezieht. Mehr dazu erfährst du jetzt in meinem neuen Video.